Hallo liebe Rollerfreunde, ich bin Sida Nicole von School Repair und heute machen wir ein Video zum Thema Ölpumpenriemenwechsel, hier am Beispiel der Piaggio Typhoon. Und dazu werden wir bestimmte Sachen benutzen, und zwar einmal den Ölpumpenriemen, den neuen zum Wechseln, Original Piaggio. Dann werden wir etwas Allzweckfett zur Anwendung bringen. Ja, und dann können wir jetzt schon starten. So, dann fangen wir jetzt an, den Valimatic-Deckel zu lösen bzw. alle Schrauben abzuschrauben. So, jetzt nehmen wir vorsichtig den Valimatic-Deckel ab. So, jetzt können wir hier schon mal schauen. Das werden wir hier alles sauber machen, beziehungsweise die Ablagerung. Die werden wir mit Bremsenreiniger reinigen und dann werden wir die Teile nachfetten. Wir werden jetzt die Mutter lösen mit einem Schlagschrauber. Man kann natürlich auch hier solche Heidewerkzeuge benutzen. Allerdings werden wir das jetzt mit dem Schlagschrauber machen und damit ruckzuck abhaben. Dazu benötigen wir eine 15er Nuss. Das ab. So, jetzt nehmen wir alle Teile vorsichtig runter. Hier darauf achten, dass ihr auch die richtige Reihenfolge dann wieder einhaltet beim Einbau. So, jetzt nehmen wir hier den Antriebsriemen runter. So, wir sehen jetzt hier überall diese Ablagerungen. Die entstehen natürlich auch durch den Abrieb des Antriebsriemen, und das kann man natürlich auch säubern, bevor man alles wieder zusammenbaut. So, hier kommen wir jetzt zur Valimatic. So, beim Ausbau der Valimatic ist es nicht selten so, dass diese kleinen Plastikgleitstücke hier abfallen, und darauf achten, wenn ihr das auseinanderbaut, dass ihr die nicht verliert. Also schön sorgfältig beiseite legen, das alles auf Vollständigkeit achten. Hier haben wir jetzt die Gewichte und die Gleitrampen, in denen sie eben laufen. So, und jetzt sehen wir hier schon, das ist die Ölpumpe. Hier gehen die Schläuche ab. Um an den Ölpumpenriemen hier hinten ist er nämlich schon ranzukommen, werden wir jetzt die Ölpumpe noch abschrauben. Ihr könnt euch ja vorstellen, wenn die Ölpumpe nicht mehr richtig funktioniert, kann es zum Motorschaden kommen, und das will keiner. Deswegen immer schön darauf achten, den Ölpumpenriemen auszuwechseln, rechtzeitig. Ja, jetzt werden wir hier alles sauber machen, den neuen Ölpumpenriemen einsetzen. Nachdem wir es jetzt hier ein bisschen grob gesäubert haben, werde ich jetzt nochmal mit der Druckluft arbeiten, das aussprühen. So, jetzt werde ich den Deckel noch mal ein bisschen reinigen. So, jetzt fangen wir an. Jetzt hier unseren neuen Ölpumpenriemen. Und hier das Zahnrad, das wir da gerade entnommen hatten. Ich habe ein bisschen sauber gemacht. So, hier haben wir das Zahnrad, das wird jetzt hier darauf geschoben. Und wie ihr seht, greift hier die Ölpumpe nämlich in dieses Zahnrad. Und da kommt dann der Riemen
jetzt drauf, aber ich nehme es nochmal ab, weil ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen Fett drauf schmieren. So, mit kleinen Finger ein bisschen. Setzen wir hier den Huhn drauf. Und da oben eben auch aufs Zahnrad. So, ich habe hier so ein bisschen Fett auf den Schraubendreher gemacht. Und werde jetzt hier zerfetten, genauso hier. So. Als nächstes kommt wieder diese Blender, die wir hier platzieren werden. So. Dann können wir die Pumpe schon auf Position drehen. So. Und jetzt setzen wir die Ölpumpe wieder drauf und schrauben sie mit den drei Schrauben wieder fest. So. Hier oben war die kürzeste von den drei Schrauben. Dann haben wir hier eine lange Schraube. So. Jetzt werden wir den Bautenzug noch mal ein bisschen einfetten von der Ölpumpe. Hier schadet es auch nicht, nur ein bisschen Fett reinschmieren, beziehungsweise hier dran schmieren, vorm Einsetzen. So. Als nächstes dürfen wir nicht vergessen, unsere Abstandsbuchse. Hier oben drauf, dann kommt die Variomatik als nächstes. Man kann natürlich gleich die Gewichte wechseln, wenn man schon einmal alles offen hat. Hier sind jetzt noch in Ordnung, die werden wir wieder einbauen. Jetzt kommen hier wieder die Gewichte rein. Variomatik-Gewichte. So. Jetzt die Gleitstücke wieder drauf montieren. So, wenn das leicht und geschmeidig geht, dann ist es super, dann können wir das auch wieder einbauen. So. Jetzt unsere Gleitbuchse. Jetzt können wir unseren Antriebsriemen wieder draufsetzen. Die Riemenscheibe wieder drauf. So, wir werden jetzt noch ein bisschen Schraubensicherung auf die Mutter machen, bevor wir sie wieder festziehen. Erstmal vorsichtig mit der Hand andrehen. So, wir haben jetzt den Ölpumpenriemen getauscht, haben die Teile soweit weitestgehend wieder gereinigt, gesäubert und gefettet.
Und jetzt werden wir nochmal zum Variomatic-Decke gehen. Und zwar hier bei dem Kickstarter-Zahnrad werden wir nochmal Fett auftragen. Ruhig ein bisschen großzügiger arbeiten hier mit dem Fett. Hier nochmal ein bisschen. Jetzt sind wir soweit. Jetzt können wir unseren Deckel wieder draufsetzen. Euch wird natürlich aufgefallen sein, dass jetzt hier die Dichtung fehlt. Ja? Die kann man einfach bestellen bzw. kaufen und hier wieder draufsetzen. Wir werden das Ganze jetzt erstmal so draufsetzen und wieder festschrauben. Aber natürlich in naher Zukunft eben auch die Dichtung wieder besorgen. Hier mit ein paar vorsichtigen Schlägen wieder draufsetzen den Deckel. So, in Position bringen. Und jetzt werden wir die ganzen Schrauben wieder einbringen. Wir haben jetzt den Ölpumpenriemen erfolgreich ausgewechselt und haben im Zuge dessen viele Teile gesäubert und neu gefettet. Ja, wir hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen und ihr lasst uns einen Kommentar, ein Like oder sogar ein Abo da. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video und bis dahin sage ich wie immer, gute Fahrt!